Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Vortrag über das Naturprojekt in Zusammenarbeit mit der Finstal. Fangen wir direkt mit dem Inhalt an. Zuerst eine kurze Vorstellung über uns und natürlich auch über die Finstal AG. Anschließend werden wir dann über die Problemstellung reden, über die aktuelle Situation, welche bei der Finstal AG vorherrscht und die Aufgabenstellung, welche wir bekommen haben als Naturprojekt. Zunächst und anschließend kommen wir dann zu unserem Ablauf, wie wir das Projekt angefangen haben, natürlich immer mit Zusammenarbeit mit der Finstal, wie wir es geplant haben, unsere Zeiteinteilung und unsere Lösungen und unsere Vorschläge, welche wir der Finstal AG unterbreitet haben. Und zum Schluss kommen wir natürlich auch zu den Problemen, welche der Covid-19-Virus auf unser Projekt gehabt hat und unser Fazit bezüglich des Projektes. Guten Morgen auch meinerseits. Kommen wir zu einer kurzen Vorstellung der Personen, die am Projekt mitgewirkt haben. Mein Name ist Gordon Maximilian. Die Person, die Sie bereits kennengelernt haben, ist Herr Kont Lukas. Und die dritte Person, die am Projekt mitgewirkt hat, ist Häufler Alex. Wir alle besuchen die 5. Klasse der Fachrichtung Logistik in der Maxwell-Lehre in Bozen. Kommen wir zu einer Vorstellung der Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die Finstal AG ist seit 1969 tätig im Fensterbau. Sie umfasst heute 14 Produktionswerke, hat 25 Studios. Mittlerweile umfasst die Finstal um die 1400 Mitarbeiter. Mit der Zeit hat sich das Unternehmen auf den Fensterbau, den Bau von Türen und die Konstruktion von Wintergärten spezialisiert. Heute hat die Finstal eine hauseigene Profilproduktion und eine Isolierglasfertigung. Guten Morgen auch von meiner Seite. Kurz ein paar Worte zur aktuellen Situation in der Finstal AG. Die Profile für den Fensterbau werden mittels eines Transporthilfsmittels transportiert. Die Profile werden in eine Plastikfolie eingewickelt. Dies hat natürlich zur Folge, dass eine sehr große Umweltbelastung auftritt. Jährlich werden auf diesem Wege rund 440.000 Quadratmeter Plastikfolie verschwendet. Neben der Umweltbelastung hat dies auch finanzielle Folgen. Jährlich kostet diese Verpackung dem Unternehmen rund 80.000 Euro. Hier kommt unser Projekt ins Spiel. Unsere Aufgabe war, eine umweltfreundlichere Alternative in der Verpackung zu finden. Dabei waren die Kriterien, dass die Verpackung sowohl UV-geschützt, wasserfest und auch windfest sein musste, da die Container, wie die Transporthilfsmittel genannt werden, teilweise auch im Freien gelagert werden. Natürlich sollten die Kosten auch mitbedacht werden. Folgendermaßen sind wir bei der Ausarbeitung des Projekts vorgegangen. Am Anfang haben wir ein ausführliches Brainstorming durchgeführt, um die möglichen Verpackungsvarianten und Materialien zu erforschen. Mit diesen Daten haben wir anschließend ein optimiertes Konzept herausgearbeitet. Im Anschluss haben wir ein Besprechen mit der Finstal gestartet, um unser ausgearbeitetes Konzept vorzuschlagen und über die Umsetzbarkeit zu diskutieren. Nach der Absprache überarbeiteten wir unser Konzept wieder neu, damit es den Vorstellungen der Finstal entspricht. Anschließend haben wir mögliche Produzenten sowohl im deutschsprachigen, österreichischen oder auch italienischen Raum kontaktiert und Kostenvoranschläge eingesammelt. Der nächste Schritt war der Vergleich der Preise. Somit haben wir ermittelt, welcher Produzent der beste ist, sowohl im Kostenfaktor als auch in der Qualität. Anschließend haben wir ein nächstes Treffen mit den Angestellten der Finstal gestartet und eine Unterhaltung über die Kosten der Verpackungen geführt. Zum Abschluss des Projektes haben wir einen Prototypen selbst gefertigt, um ihn der Finstal zur Verfügung zu stellen. Kommen wir zu der Verpackungsvariante und den Materialien. Zuerst haben wir bei unserem Grundgedanke, entweder eine Metallbox oder einen Planenaufbau zu gestalten. Das Material, welches wir für diese zwei Varianten in Erwägung gezogen hätten, wären einmal Stahl gewesen für die Metallbox, Polyethylen, PVC oder ein herkömmliches Nylon. Für den Verschluss, welchen wir geplant hätten, wäre ein Reißverschluss, ein Klettverschluss, ein Haken, ein Gurt oder ein Seil so in Erwägung gekommen. Kommen wir zu der Ausarbeitung eines optimierten Konzepts. Unsere Kriterien, welche wir beachtet haben, waren ein simpler Aufbau und auch ein arbeitsarmer Verpackungsprozess. Zudem sollte die Wiederverwendbarkeit ein Thema spielen. Es sollte natürlich auch kostengünstig sein und die Corporate Identity der Firma Finstal AG sollte natürlich auch auf der Verpackung vertreten sein. Ein einfaches Ab- und Einlesen der verschiedenen Fachdokumente, welche benötigt werden sollten, auch möglich sein. Nachdem wir unser Konzept fertig ausgearbeitet haben, haben wir uns mit dem Produktionsleiter, dem Logistikleiter und der Umweltbeauftragten der Finstal zusammengesetzt.
Dabei haben wir unser Projekt vorgestellt und uns Verbesserungsvorschläge ihrer Seite eingeholt. Natürlich gab es die auch. Manche Sachen haben und konnten wir nicht beachten. Diese haben wir dann versucht, in Schritt 4 in das Projekt einzubauen und so die Pläne nach ihren Wünschen zu optimieren. Als nächstes haben wir Produzenten angeschrieben. Dabei haben wir nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland und Österreich Kostenvoranschläge eingeholt. Das Problem jedoch war, dass wir sehr große Mengen brauchten und nicht alle Unternehmen die Kapazitäten haben, um eine solche große Menge zu produzieren. Hier eine kleine Übersicht über die Preise, welche wir erhalten haben. Wir haben hier die drei besten Produzenten sowohl in Qualität als auch im Preis aufgelistet. Auf der oberen Spalte sind die Einzelpreise für die Planen dargestellt. Die mittlere Spalte gibt die Anzahl der benötigten Planen an. Im unteren Bereich wurde anschließend die benötigte Anzahl der Planen mit ihrem Einzelpreis multipliziert und hier kommt man dann auf die Gesamtkosten, welche benötigt werden. Nach der Einholung der Kostenvoranschläge haben wir anschließend eine neue Besprechung mit der Finstra getätigt. Dabei haben wir die Kostentabelle vorgezeigt und ein Feedback zu den Ergebnissen bekommen. Die Finstra hatte uns mitgeteilt, dass das System, das wir entwickelt haben, zwar teuer, aber umsetzbar ist. Zu Abschluss des Projektes haben wir selbst einen Prototypen gefertigt. Dabei hat uns der Produktionsleiter der Finstra ein Material ans Schulgelände gebracht. Dieses haben wir später dann bearbeitet und an unsere Vorstellungen des Prototypen angepasst. Nun sind zukünftige Testversuche am Firmengelände der Finstra geplant, um wirklich zu sehen, ob dieses System in der Realität umsetzbar ist. Das Fazit des Projektes ist, dass um heutzutage umweltfreundlich zu sein, man leider mehr Kosten in Anspruch nehmen muss. Auch wenn sich voraussetzlich diese hohen Anschaffungskosten über Jahre durch die Langlebigkeit der Plane rentieren werden. Die hohen Preise der Plane sind natürlich auch eine Folge der erhöhten Rohstoffpreise in den letzten Monaten. Wir hoffen natürlich, dass sich die Finstra entscheidet, unser Projekt umzusetzen und wir sind sehr gespannt auf das langfristige Ergebnis der Plane. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.